Herzlich willkommen in einer neuen Mürztal Aktuellwoche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Um Unternehmen, soziale Einrichtungen oder Schulen richtig präsentieren zu können, gibt es die Tage der offenen Türen in den unterschiedlichsten Formen. Am vergangenen Wochenende hatten hier die Zeit- und Hilfsbörse und die Forstschule Bruck an der Mur ihren großen Auftritt. Zeit schenken und Hilfe geben, zwei Bestandteile der Zeit- und Hilfsbörse Bruck an der Mur. Eine Einrichtung im sozialen Bereich, die in dieser Form ihresgleichen sucht und das auf völlig freiwilliger Basis. Das siebte Jahr gibt es uns jetzt da unter der Obhut des ISG sozusagen, das ist unsere Zeit- und Hilfsbörse. Und heuer waren wir wieder ganz erfinderisch bei der Geldbeschaffung und damit gibt es heute wieder den Tag der offenen Tür und den großen Glückshafen. Und wie man sehen kann, haben uns sehr, sehr viele unterstützt und da möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Wir haben fast 800 Lose verkauft bei unserer Losaktion und geschnurrt wie die Bösen wieder. Und die Eva hat mich da tatkräftig wie immer unterstützt. Und ich muss sagen, herzlichen Dank an die Firmen, an die Banken, an die Stadtgemeinde und auch an das Memmer-Team. Auch Nationalratsabgeordneter Erwin Spindelberger nahm sich die Zeit, bei diesem Tag der offenen Tür vorbeizuschauen. Für mich sind solche Veranstaltungen von der Zeit- und Hilfsbörse enorm wichtig, weil auch ins Bewusstsein der Menschen gerückt wird, dass es außer den freiwilligen Helfern von Roten Kreuz und Feuerwehren irrsinnig viele Menschen gibt, die sich bereit erklären, immer wieder für die Nächsten da zu sein. Und ich denke mir, bei solchen Veranstaltungen können wir auch die vor den Vorhang halten und darum habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, dabei zu sein. Da sich die Zeit- und Hilfsbörse aus Spenden finanziert, war es eine Freude, dass wieder viele Spenden über den Losverkauf bei diesem Tag der offenen Tür hereingekommen sind. Denken auch Sie vielleicht in Zukunft einmal darüber nach, Menschen in Ihrer Umgebung Zeit und Hilfe zu schenken. Sie bekommen es vielfach zurück. Die Forstschule Bruck an der Mur oder wie sie richtig heißt, die Höhere Forst- und Landwirtschaftliche Schule für Forstwirtschaft, präsentiert sich am Tag der offenen Tür wieder von der besten Seite. Interessierten wurde dargestellt, was sie erwartet, sollten sie sich für diese Weiterbildung entscheiden. Und es gab auch Neues an diesem Tag der offenen Tür. Ja, wir haben uns heuer erstmals dazu entschlossen, drei Routen durch das Haus zu führen. Die erste Route ist die kurze Route, wo der Schwerpunkt nur auf der Forstwirtschaft und auf den forstwirtschaftlichen Fächern im Hauptgebäude liegt. Dann haben wir noch eine mittellange Route, die das Holztechnologische Zentrum einschließt. Und die lange Route führt dann unsere Besucherinnen und Besucher auch ins neue Haus Feldgasse. Aber nicht nur die drei Routen wurden gezeigt, sondern es wurde auch auf das breite Ausbildungsangebot der Schule hingewiesen. Unser forstliches Bildungsangebot reicht also von Allgemeinbildung über Fachausbildung im Bereich also wirtschaftliche Kenntnisse, Technik und Ökologie. Und diese Kenntnisse werden verbunden praktisch mit praktischen Fähigkeiten, die unsere Schüler dann können sollten. Und dieses ganze Bildungsprogramm ist also sehr vielfältig. Das zeigen wir den Gästen, die da heute herkommen zu uns. Das Interesse war groß und jährlich bewerben sich viele Burschen und Mädchen um die Aufnahme an dieser Schule. Aber nicht jede Bewerbung kann positiv entschieden werden. Insgesamt haben wir 424 Schülerinnen und Schüler an der Schule. Wir haben also 290 im Schülerheim, 80 Bedienstete. Und in den letzten Jahren war es eben so, dass in etwa 20-40% der Bewerber nicht aufgenommen werden konnten. Das heißt, wir haben doch mehr Anmeldungen, als wir aufnehmen können. Es ist halt die einzige Schule in ihrer Art in Österreich und hat einen großen Stellenwert. Der Tag der offenen Tür hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig diese Schule in der Stadt Bruck an der Mur für ganz Österreich ist. Rauchen am Arbeitsplatz – ein Thema mit vielen Facetten. Die Firma Norske Skog in Bruck an der Mur geht in dieser Sache jetzt neue Wege. Im Interesse der Raucher, aber auch im Interesse des Unternehmens. Rauchen kann tödlich sein. Und andere Sprüche sollen die Menschen vom Rauchen abhalten. Und manche Unternehmen schreiten zu Maßnahmen, um das Rauchen in ihren Betrieben generell zu verbieten. Ein Beispiel setzt das Paradeunternehmen Norske in Bruck an der Mur. Was war der Beweggrund, dieses generelle Rauchverbot auszusprechen? An sich ist Norske Skog in Bruck an der Mur ein sehr gesundheits- und sicherheitsorientiertes Unternehmen.
Das ist nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass wir mit einem norwegischen Mutterkonzern sehr an diesen Themen orientiert sind. Das heißt, wir haben uns eigentlich schon vor langem auf die Fahnen geschrieben und es gab dazu auch eine Betriebsvereinbarung, oder gibt es immer noch, zwischen dem Betriebsrat und der Unternehmensleitung, wo festgelegt wurde, dass das Werk rauchfrei werden soll. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht in der Begegnung mit Mitarbeitern, seit das bekannt ist, dass es ein Rauchverbot geben soll, ein generelles? Es gibt durchaus gemischte Meinungen. Also es sind die einen, haben kein Problem damit, das werden natürlich eher die Nichtraucher sein. Es gibt auch Raucher, die gesagt haben, sie nehmen das zum Anlass, um aufzuhören. Und es gibt natürlich auch Raucher, die sagen, sie freuen sich nicht auf so eine Regelung. Jenen Mitarbeitern, denen es besonders schwer fällt, auf das Rauchen während der Arbeitszeit zu verzichten, bietet das Unternehmen Hilfestellungen an. Wir haben uns sehr umfangreich in einem Prozess darauf vorbereitet, ein Rauchverbot auch tatsächlich umsetzen zu können. Das heißt, wir haben Maßnahmen erarbeitet, wie wir es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erleichtern, mit dem Rauchen nicht unbedingt aufzuhören, aber zumindest diese 8 Stunden im Betrieb ohne Rauchen auszukommen. Dazu werden Unterstützungen geboten in Form von Seminaren, von Entwöhnungskursen und Ähnlichem. Das ist so die einfache Variante, wenn man so sagen darf. Aber wir sind auch durchaus bereit, die Leute mit entzugserleichternden Mitteln zu begleiten. Da gibt es ja die von den einfachen Pflastern bis zu den Nikotinersatzstoffen. Und da sind wir als Firma auch bereit, das zu bezahlen und die Leute in diesem Prozess zu begleiten. Und ab wann gilt dieses Rauchverbot? Wir haben vor, das Rauchverbot im Jahr 2014 umzusetzen. Über den Termin diskutieren wir intern gerade noch. Der Landhaushof in Graz. Die Arkaden dieser Sehenswürdigkeit bieten sich geradezu an für Ausstellungen. Baldachin heißt das Thema einer solchen Ausstellung von Alfred Resch. Die Arkadengänge des Landhaushofes bilden derzeit den passenden Rahmen für das neueste Werk von Alfred Resch. Das Kunstobjekt Baldachin ist aus Kabelabfällen hergestellt und stellt eine kontrastierende Ergänzung des hoheitlichen Renaissancegebäudes dar. Ja, das Spannende also hier in diesem Kontext ist, dass das Landhaus sehr interessante Architektur hat, eine starke Struktur aufweist, aber interessanterweise sehr wenig Farbe, und deswegen habe ich dieses Objekt integriert, das sehr kräftige Farben hat, aber in der Struktur eigentlich sehr feingliedrig und zurückhaltend ist. Wir haben dann lange überlegt, also wo ist der richtige Punkt, um diese doch weiträumige Form unterzubringen, und sind also, was ich, von Mooruferböschung über Burgring und so weiter, bis uns eingefallen ist, es ist ja das Kabel oder Plastik und Metall nicht nur der Gegenteil von Natur, sondern auch in der Architektur. Weil die Architektur hat die wunderbare Fähigkeit, alles, was wir an Kabeln und so weiter brauchen, zu verstecken. Es ist ja schließlich auch ein Regierungsgebäude hier, einen Baldachin einzubauen. Das war so verlockend, dass wir es gar nicht auslassen konnten. Gefällt es Ihnen? Es gefällt mir ganz ausgezeichnet. Und was gefällt Ihnen daran ausgezeichnet? Es gefällt mir diese Mischung eben aus Kabeln, aus Lichtern, aus Bunten, das insgesamt dann das Kunstwerk ausmacht. Am Montag war es den ganzen Tag über wechselhaft und trüb. Von den Bergen der Obersteiermark schaute der erste Schnee, und das Ganze bei Temperaturen um die 6 Grad. Am Dienstag bessert sich dann das Wetter, die Niederschläge hören weitgehend auf und ab und zu lässt sich auch wieder die Sonne blicken, und das bei Temperaturen um die plus 10 Grad. Also der Winter naht in Riesenschritten, genießen Sie das Zwischenhoch der nächsten Tage, denn am Wochenende wird es aus heutiger Sicht wieder winterlich. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.